Guten Morgen. Es war eine sehr gute Nacht wieder. Ich habe sehr gut geschlafen. Wunderbar, wie ich gesagt habe, dass ich nicht lange wach bleibe. Ich muss spätestens 9 Uhr oder so, bin ich eingeschlafen. Dafür war ich um 4.30 Uhr schon wach. Ist richtig schöner Platz. Eigentlich ganz ruhig. Ja, dieses Rauschen von der Autobahn hört man leider. Kann man nicht ändern. Aber das Wetter, oh, richtig schön. Wird vielleicht wieder ein sonniger Tag. Es sind 14 Grad, also doch recht warm. Auch für September noch. Ja, es langt so eine kleine Jacke über. Und Leute, ich habe auch schon geduscht. Ja, ich habe so inzwischen so ein bisschen gelernt, mit 1,5 Liter aus der Flasche sich zu waschen und zu duschen. Das funktioniert, ist zwar kühl, aber es geht doch. Also ich muss sagen, jetzt so frisch gewaschen, loszufahren gleich, das hat was. Ja, also wo geht's hin? Habe ich gestern ja schon gesagt. Richtung Süden natürlich. Ziel ist Elbe. Das wären 120 Kilometer, ist richtig dolle. Aber ich habe Lust. Ja, fit bin ich wieder, muss ich sagen. Gestern Abend war ich doch ganz schön kaputt. Das habe ich echt gemerkt, nachher, als ich mich hingelegt hatte. Ja, aber jetzt geht's wieder weiter. Ich bin ja sehr früh dran, also brauche ich mich auch wieder nicht beeilen. Das erste Ziel wird Bordesholm sein. Dann geht es nach Bad Segeberg, Bagdeheide, Arnsburg und weiter zur Elbe. So ungefähr ist die grobe Richtung heute. Da gibt es bestimmt auch wieder einiges zu sehen. Also ich werde jetzt das Zelt abbauen und Taschen ran. Und dann geht es auch schon bald los. Es ist jetzt gleich 6.30 Uhr. Oh, mindestens eine halbe Stunde, gute halbe Stunde werde ich noch brauchen. Dann bin ich startklar. Also dann wünsche ich viel Spaß bei den kommenden Bildern. Nach 12 Kilometern gibt es erstmal ein schnelles Frühstück hier am Markt in Bordesholm. Es war schon eine schöne Strecke, muss ich sagen. Kloster Bordesholm war auch schon, der See. Tolle Stimmung am Morgen, macht schon richtig Spaß. Ja, noch ein bisschen Kraft tanken. Das ist aber das zweite Frühstück. Ich habe heute Morgen im Zelt schon. Ich habe ja immer was mit, sonst kann ich kaum starten, wenn ich noch nichts gegessen habe. Aber dann geht es jetzt gleich richtig los auf die Strecke. Richtig Kilometer machen. Neun Uhr und es ist schon richtig warm. Ich befinde mich hier gerade am Ruheforst zur Eiderquelle, weil in diesem Gebiet entspringt die Eider. Der längste Fluss Schleswig-Holsteins.
188 Kilometer gen Westen bis zur Nordsee. Wäre auch mal eine Möglichkeit, den nachzufahren, aber nicht heute. Heute geht es Richtung Süden. Der Wind legt langsam zu, man merkt, aber es ist trotzdem schön warm. Bestes Wetter zum Radeln. Wenn man den Wind natürlich mehr Zeiten oder Rückenwind hat, werde ich gleich sehen. Aber es wird richtig Spaß machen. Ja, es hier merkt man nichts davon. Ist echt schön. Naja, aber gleich komme ich wieder in die Sonne. Eincremen muss ich mich jetzt auch. Und dann geht's weiter. Kilometer 40 heute, bin im Erlebniswald Trappenkamp jetzt. Ja Leute, gerade eben wäre fast die Reise vorbei gewesen. Fest hätte mich ein Auto auf die Hörner genommen. Er dachte, es war rechts vor links. War es aber nicht. Ich war auf der Vorfahrtstraße. Oder ich war hinter der A-Säule verschwunden oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber Mann, das war ganz knapp hinten an der Tasche vorbei. Uiuiui, war ein Schreck. Aber ich glaube, er hat auch einen Schreck bekommen, aber naja, es geht zum Glück weiter. Oh, halt, 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 ich habe was gesehen. Stopp! Muss einmal drehen. Wildschweingehege. Leute, habe ich Nudeln mit? Nee, gibt's nicht. Die sind fett genug. Da hauen sie ab. Ja, alle eingezäunt. Als nächstes kommt dann Bad Segeberg, da fahre ich dann auch wieder durch. Boah, vielleicht gibt es danach mal eine Pause an einem schönen Plätzchen. Noch will ich ein paar Kilometer machen. Es ist jetzt ja noch keine 10:30. Jetzt habe ich aber ein gutes Stück geschafft. Ich bin schon hinter Bad Segeberg. Ja, es war nicht so eine tolle Strecke. Gab nicht viele Highlights, es gab nicht viel zu filmen. Die letzten Kilometer nur an der Bundesstraße. Und ich muss sagen, die Radwege an den Bundesstraßen sind immer noch die schlechtesten. Gerade hier gerade wieder nur am Hoppeln und Wurzelschäden. Und also Deutschland sollte sich was schämen. Naja. Ich mache erstmal jetzt hier eine schöne Pause an Neversdorfer See. Richtig schön gelegen. Auch Badestelle, aber das mache ich nicht. Ja, sieht gerade so ein bisschen voll mit Algen aus. Ja, man kann bestimmt da drin baden, aber ich möchte nicht, dass ich grün wieder rauskomme. Ja, also ich mache hier ja eine Snackpause. Ich habe sogar noch, habe ich von zu Hause mitgeschleppt, eine Cola aus der Schweiz.
werde ich jetzt hier schön trinken. Ja, 60 Kilometer habe ich schon geschafft. Ein bisschen mehr als 60 sind noch. Knapp oder ziemlich genau 1000 sind noch bis Garmisch. Perfekter Zeitpunkt, um eine Pause zu machen. Banane, ein paar Snacks und dann geht es auch schon wieder weiter. Es ist richtig schön angenehm. Der Wind kommt ziemlich von der Seite. Habe ich Glück. Ja, und jetzt Pause. Das habe ich mir verdient. Ach ja, wenn ihr es hört, Hintergrund ist so ein bisschen Musik. Da ist irgendwie ein Junggesellenabschied da hinten. Da war gerade so eine Stretch-Limousine. Da stiegen die gerade eben alle aus. Naja, Idyll ist so ein bisschen wieder zerstört. Egal. Bei Sühlfeld komme ich hier an diesen Bahntrassenradweg zwischen Bad Oldesloe und Hennstedt-Ulzburg. Ein richtig schöner Radweg, den ich auch schon öfters gefahren bin. Immer geradeaus, richtig toll. Wer es mag auf jeden Fall. Aber ich fand den immer toll. Den werde ich auch irgendwann nochmal wieder fahren, aber ich quer den bloß hier. Ja, gerade musste ich noch über die höchste Stelle, da wo der Fernsehturm steht hier in der Gegend. Das ist ja immer ganz oben. Ja, also eine Schwierigkeit habe ich hier doch noch drin gelassen. Aber naja, ich werde jetzt hier das nur kreuzen und weiter Richtung Ahrensburg radeln. Das ist hier aber nicht auf dem Schild abgebildet. Endlich mal ein Highlight hier, das Ahrensburger Schloss. Toll anzusehen, aber die Strecke gerade eben nicht so, das war immer eine Hauptstraße. Das war einfach nur ein Mittel zum Zweck hier, Richtung Süden zu kommen. Viel Verkehr, naja, egal. Hier ist es wieder schön. Mal sehen, was gleich noch für Highlights kommt. Ich habe noch über 40 Kilometer bis zur Elbe. Den nehme ich mir jetzt vor. Aber jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt. Thank you.
ich befinde mich hier auf einem Bahntrassenradweg Richtung Glinde. Oh, nicht im besten Zustand. Eieiei, wie alles auf diesem gesamten Weg, muss ich sagen. Also wenn man mal in anderen Ländern war, Dänemark, Schweden oder auch Schweiz, dann weiß man, wie schlecht das hier ist. Richtig schlecht. Auch da ist nicht immer alles ganz in Ordnung, aber so wie hier, so wie ich heute schon durchgeschüttelt wurde an der Bundesstraße selbst, einen staatlichen Weg, unglaublich. Aber naja, der Weg ist das Ziel und es geht weiter Richtung Glinde und dann ja, ist dann auch schon bald die Elbe da, noch 27 Kilometer bis ins Ziel circa. Da ist sie, die Elbe. Ich habe sie erreicht. Leute, was ein Wind hier. Ich hoffe, ihr versteht, sonst muss ich Untertitel machen. Oder das Mikrofon macht gerade eine gute Arbeit. Ja, hier bin ich nun. Gleich fahre ich darüber nach Geesthacht. Ja, da werde ich wahrscheinlich noch einkaufen, vielleicht noch was essen. Es ist 16:45 Uhr, also ich habe es richtig früh erreicht. Und mein Ziel sehe ich auch schon. Ich hoffe, da kriege ich was da drüben. Da ist ein Campingplatz. Da werde ich mal hier mein Glück versuchen. 230 Kilometer, nur ein Kilometer durch Hamburg. Und ich stehe hier, das ist unglaublich. Boah, anstrengend bis hierhin. Glücklich, es geschafft zu haben, auch wieder komisch. Wie oft bin ich hier schon gewesen? Aber wow. Naja, ich schaue mal bei Geesthacht vorbei, was ich da so zu essen kriege. Entweder ich esse was da oder nimm was mit, schaue ich mal. Naja, dann bis gleich.
Ja, Leute, mir geht's gut. Ich bin hier gut untergekommen. Campingplatz Struversand, Strand. Ja, Leute, mir geht's richtig gut jetzt. Schön auf dem Campingplatz Struver Strand bin ich jetzt untergekommen. Oh, es ist doch gut schon gefüllt, immer noch für September. Oh, ein bisschen Unruhe ist, aber das ist egal. Ich werde das nachher nicht mehr wissen. 18:44 ist es jetzt. Ich komme jetzt zur Ruhe. Ich habe jetzt alles ausgepackt. Oh, ja, das war ein langer Tag. Über 130, 135 Kilometer fast. Ui, aber ich habe Plan A durchgezogen. Der Wind war heute wirklich nicht das Problem, sondern die Wegbeschaffenheit, Leute. Mann, was wurde ich durchgeschüttelt. Also ich wäre locker 2-3 Kilometer schneller gewesen hier. Im Schnitt komplett. Das ist echt nicht normal. Also das war echt schlecht. Jetzt bin ich ja nicht mehr in Schleswig-Holstein, jetzt in Niedersachsen. Da geht es morgen weiter. Lasst euch überraschen, wohin. Ja, ich hoffe, da sind die Wege echt besser. Es war echt anstrengend. Ich bin kaputt. Aber es ist so schön angenehm noch. Es ist September. Es kann jetzt schon richtig kalt werden. Das war ja schon mal eine Nacht und jetzt ist es noch. Oh, dieser Wind, der ist nicht kalt, obwohl er ziemlich stark ist. Aber wunderbar. Es war ein toller Tag. Highlight arm, ich muss sagen. Ja, nur Ahrensburg, das war das Einzige, was ordentlich war. Alles andere, nichts gegen die ganzen Orte. Vielleicht noch am See. Ja, Bad Segeberg bin ich ja noch nicht am Kalkfelsen vorbeigefahren oder bei anderen gedreckt, da wo es schön ist. Einfach nur geradeaus zu und hier hin. Und das war lang genug. Boah, ich bin ein bisschen gebügelt von der Sonne mehr. Die Beine, ja okay, die sind ein bisschen schwer geworden zum Schluss. Wie ihr jetzt seht, noch ein paar neue Dinge. Ich habe jetzt auch Sandalen. Und den Campingstuhl habe ich mir jetzt auch mal zugelegt. Ja, das ist doch ein bisschen gemütlicher als mein ganz kleiner. Jetzt hier so zu sitzen, das tut gut. Ja. Keine 100 Meter hinter euch. Da ist der Elbestrand. Da gehe ich nachher noch mal kurz hin, wahrscheinlich zum Sonnenuntergang. Es war wunderbar, Leute, wunderbar. Wenn diese Wegbeschaffenheit nicht gewesen wäre. Ich habe echt ein bisschen gepudelt, also geschimpft wie ein Rohrspatz unterwegs. Nicht wegen dem Wind, sondern wegen dem Weg. Aber egal, der Weg ist das Ziel. Ich habe Plan A durchgezogen. 135 Kilometer sind es am Ende geworden mit allen Umwegen. Einkaufen, Essen, oh, zum See. Da kommt halt immer wieder was zusammen. Also bei 1160 bleibt es auf jeden Fall nicht. Ja, es sind jetzt, ich müsste nachgucken, sind da wieder 125 sind geplant ab. Ja, ach, rechnet selbst aus. Ich werde das einblenden. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich bin kaputt. Ich habe jetzt hier einen Siegerradler. Ich habe dann noch eins mehr für den Strand nachher zum Sonnenuntergang. Ah, das ist echt klasse, hier zu sein. Schleswig-Holstein überwunden. Und jetzt geht's weiter durch Niedersachsen. Also, ich mache jetzt Schluss. Ich werde gleich noch mal kurz Tschüss sagen vom Strand aus. Denn. Also, dann bis dann. Prost. Ich würde sagen, perfekter Abschluss des Tages. Also hier ist es richtig toll an der Elbe. Also richtig klasse. Ja, der Campingplatz hat jetzt 18 Euro gekostet. Ich habe aber noch nicht geduscht. Das mache ich nachher etwas später. Vielleicht auch ganz früh morgen. Muss ich mal schauen. Ja, deswegen kann ich noch nicht viel zu sagen zu den sanitären Anlagen hier. Ja, 18 Euro, ja, ist nicht ganz billig, aber auch nicht ganz teuer. Auf jeden Fall war es ein würdiger Abschluss hier. Richtig an der Elbe. Und ich kann sagen, hier ist kein Niedrigwasser wegen zu wenig Wasser durch die Trockenheit. Nein, hier ist es tidenabhängig, denn da hinten ist das erste Sperrwerk und hier hat die Nordsee noch ihren Einfluss. Ja, also ist jetzt hier Niedrigwasser, so ziemlich. Vielleicht steigt das ja auch schon wieder, habe ich noch nicht beobachtet. Ja, aber richtig tolles Plätzchen und morgen geht's weiter. Ich habe Schleswig-Holstein besiegt, das ist nicht da drüben ist ja Hamburg. Und hier ist jetzt Niedersachsen, da geht's morgen weiter. Wohin, sage ich nicht. Ihr werdet es morgen sehen, aber was hier südlich von ist, das wisst ihr wahrscheinlich selber. Aber
Es war ein schöner Tag, es hat wohl hoffentlich schöne Bilder gegeben. Also freue ich mich, wenn ihr dann nächstes Mal auch wieder einschaltet, wenn es weitergeht Richtung Garmisch. Es sind jetzt nämlich noch 933, habe ich jetzt nachgerechnet. Also noch ein richtig dickes Stück. Es ist ja nur der Anfang. Aber es ist irgendwie immer noch so ein Tagesausflug gefühlt. Also, weil man das hier alles noch kennt. Also heute auch fast alles schon mal irgendwie gefahren. Fast alles. Naja, ich habe jetzt schon das meiste gesagt. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich werde mich gleich hier nochmal hinsetzen, den Sonnenuntergang genießen. Ja, und dann werde ich mich wohl bald ins Zelt verdrücken. Wie gesagt, duschen und dann geht's zurück. In die Nacht zum Schlafen. Ach, ihr merkt schon, ich bin schon ein bisschen durcheinander. Bin schon ganz schön kaputt. Ja, also denn, ich hoffe, es hat schöne Bilder gegeben, es hat euch denn gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Leute, gibt's Besseres? Glaube ich kaum. Tschüss und Prost.